Schnauze hier. Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film möchte ich euch mal ein erstes Q&A sozusagen endlich mal liefern. Ihr habt mir im Laufe der Zeit jetzt viele, viele Fragen gestellt und ich hätte mich zu Hause auch einfach nur ins Studio stellen können und hätte das da machen können, schöne weiße Wand und so. Aber ich habe mir eine besondere Kulisse ausgesucht. Das hier hinter mir ist nicht etwa der Bodensee, nein, es ist der Titicaca-See auf 3800 Meter über Normalnull in Peru. Und ich denke mir, das ist doch eigentlich eine richtig geile Kulisse und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch auch gleich mal mit dem Q&A an. Also, kommen wir zur ersten Frage. Die lautete da nämlich ziemlich oft, wie oft bist du im Jahr unterwegs? Ja, um es genau zu sagen, zweimal. Ich unterscheide immer gerne zwischen einer großen und einer kleinen Reise. Die im Sommer sind meist bisher immer die kleinen Reisen gewesen, obgleich da nicht selten auch schon mal Reiseziele dabei waren wie Hawaii oder ja auch Indonesien. Für manche Leute ist das ja schon bereits eine große Reise. Ja, und da gibt es die eben große Reise für mich, die mache ich meist am Jahresende, sehr gerne auch im Dezember. Das war in den letzten Jahren häufiger mal Neuseeland oder generell die Südhalbkugel mit Chile oder eben auch Australien. Okay, die zweite Frage, die mir gerne gestellt wird. Reist du alleine oder hast du noch jemanden dabei, der dich unterstützt? Ja, seht ihr hier noch irgendjemanden? Nein, ich glaube nicht. Also ich reise alleine. Das hat seine gewissen Vor- und seine gewissen Nachteile. Zu den Vorteilen, die bei mir gefühlt zumindest überwiegen, gehört auf jeden Fall, dass ich meinen eigenen Rhythmus sozusagen bei dieser Reise festlegen kann. Wenn ich festlege, dass ich jetzt hier irgendwie mal anhalten muss, weil es hier so besonders schön ist, ja, dann tue ich das natürlich auch und dann kann ich auch an einem bestimmten Ort immer die besten Videoszenen für meine Filmprojekte einsammeln. Die nächste Frage, die mir gestellt wird, fährst du denn das Ganze eigentlich wirklich alles komplett alleine? Ja, das liegt dann natürlich auf der Hand, wenn wir uns die vorherige Frage einfach mal so in den Hinterkopf rufen. Ja, ich fahre eigentlich recht gerne Auto und ich muss allerdings dazu sagen, so im Alltag ist das mittlerweile nicht mehr unbedingt was Besonderes, aber so in fernen Ländern, wenn es gilt, irgendwelche besonderen Sachen zu erkunden oder sowas, dann tue ich das in der Tat noch wirklich sehr gerne. Dabei kommt auch noch immer ein bisschen die Herausforderung ins Spiel, insbesondere Indonesien und insbesondere auch hier in Peru ist das mit dem Autofahren so eine Sache. Ich nenne das immer gerne Autofahren 2.0. Man kann eigentlich immer erstmal alles das, was man so zu Hause gelernt hat, irgendwann mal in der Fahrschule komplett über Bord werfen, weil hier doch ganz eigene Gesetze gelten. Aber das ist sicherlich einen eigenen Film wert. Ja, die nächste Frage, die mir gestellt wurde, ich frage mich, ob du bei den vielen Kameraeinstellungen, Recherchen, Hintergrundinformationen nur im Stress warst oder überhaupt Zeit gefunden hast, die Reisen für dich zu genießen. Ja, das ist eine sehr lieb gemeinte Frage. Ich muss aber auch dazu sagen, ich werde langsam ein bisschen älter und wenn dann einfach mal ein Ruhetag dazwischen ist, ist das gar nicht so schlecht. Hier in Puno, das ist die Stadt dort hinten, die liegt ja direkt am Titicacasee, habe ich mir zum Beispiel 2 Nächte ein Hotel organisiert und ich habe heute Vormittag noch eine Tour gemacht und den Nachmittag habe ich jetzt sozusagen für mich zur freien Verfügung. Im Wesentlichen ist mein Programm hier schon abgespult. Das heißt also, ich genieße einfach mal das Anwesen. Auch das gehört mittlerweile doch gerne einmal dazu. Die nächste Frage. Ich würde mich freuen, wenn du uns mehr von einheimischer Esskultur zeigst, öfter mal die landestypischen Gerichte isst und uns auch etwas davon berichtest. Also ich habe unterschiedliche Zuschriften dazu bekommen. Die einen sagen, naja, ich bin jetzt irgendwo bei der Szene ausgestiegen, wo du da einfach irgendwo was gegessen hast. Der nächste sagt, ich möchte einfach ein bisschen mehr von der Esskultur noch wissen. Grundsätzlich gilt für mich auch noch dazu, ich bin eigentlich so derjenige, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Denn ich möchte eigentlich ungern irgendwelche Magenprobleme oder sowas bekommen. Und ich gebe auch eindeutig zu, ja, auf meinen Reisen ist Fastfood durchaus gelegentlich mal eine Option. Bitte nicht jeden Tag, aber es gibt natürlich auch immer wieder genug Gelegenheiten, wo man auch einfach sehr oft in Kontakt mit der einheimischen Küche kommt. Und ich glaube, ich habe bei meinen jüngsten Filmen schon das ein oder andere Mal ein bisschen mehr auch von der einheimischen Esskultur gezeigt. Darf ich fragen, was du von Beruf bist? Diese Frage wurde mir schon ein oder zweimal gestellt. Ja, nur so viel vorab. Vielleicht, ich bin im Medienbereich durchaus tätig, journalistisch, allerdings für ein anderes Medium, nämlich für ein Printmedium und eben nicht für den Videobereich. Aber mein Herz hat auf jeden Fall schon immer für Video geschlagen und das ist eben ein Standbein von diesen Reisen. Natürlich gehört der Trip vor Ort dazu, völlig klar. Aber das Bearbeiten, das Editing zu Hause, das ist eigentlich für mich auch immer etwas ganz Besonderes. Beruflich, wie gesagt, fassen wir mal zusammen, ich bin journalistisch tätig für den Printbereich.
Wie finanzierst du deine Reisen? Ja, jetzt wird es aber doch mal so ein bisschen privat. Oder etwa nicht? Aber durchaus natürlich eine ernst gemeinte Frage. Ja, also ich glaube, ihr könnt jetzt auch verstehen, dass ich das Ganze natürlich nur so ein bisschen auch umschreibe, weil ich denke mir, jeder hat da so seine eigene Taktik. Und ihr solltet hier auf YouTube auf jeden Fall auch mal suchen. Es gibt genug Backpacker, Weltreisende, die vor allem auch schon mal das Ganze in Gänze beschrieben haben, was ihre Herangehensweise ist, wie sie das Ganze bestreiten. Aber dennoch lautet mein Credo, eine Reise immer so günstig wie nur irgend möglich gestalten. So viel natürlich aber auch vorab. Man muss pro Monat einen gewissen Betrag X zurücklegen können, sonst geht es einfach nicht. Das kann in zwei Richtungen gehen. Zum einen muss man sehen, dass man seine Grundkosten einfach reduziert. Zum anderen muss natürlich auch ein gewisses Einkommen da sein. Also so viel möchte ich dazu an dieser Stelle einfach mal sagen. Wie lange warst du für die Tour in Australien? Ja, das ist recht einfach zu beantworten. Es waren 2x4 Wochen. 2 Filme, 2x4 Wochen und 2 unterschiedliche Jahre. Ich würde für Australien auch durchaus empfehlen, mindestens 4 Wochen jeweils das Land zu bereisen. Denn Australien ist sehr, sehr groß. Wann kommst du mal nach Japan? Ja, das kann ich eigentlich schon durchaus bejahen, denn ich bin bereits dort gewesen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Films hier habe ich bereits schon ein entsprechendes Filmprojekt auf der Platte. Das möchte ich euch irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt hier auf meinem Kanal präsentieren. Was ist das für eine Kamera? Ja, meine Kameratechnik habe ich schon bereits einmal in einem anderen Video hier auf meinem Kanal vorgestellt. Da würde ich empfehlen, schaut doch da bitte einfach mal vorbei. Dann wurde mir noch die Frage gestellt, wie machst du eigentlich deine Landkarten? Ich glaube, die Landkarten in meinen Filmen sind etwas Besonderes, damit der Zuschauer stets weiß, wo ich bzw. wo er auf dem roten Faden im Film sich gerade befindet. Ja, prinzipiell handelt es sich um OpenStreetMap-Daten, die ich einfach auch von der Datenbank OpenStreetMap mit der Software Mapperative herunterlade. Und das müssen dann möglichst große Bilddateien sein. Ich nehme mal gerne so 5000 x 4000 Pixel oder gerne mal 8000 x 5000 Pixel. Es kommt immer darauf an, wie stark man in diese Karte hinterher noch hereinzoomen möchte. Und dann male ich nicht eigentlich ganz normal nur auf diesen Karten, in dem Fall mit After Effects drauf herum. Und dann kommt man bereits zu solchen guten Ergebnissen. Ja, das soll es für dieses Video bereits schon gewesen sein. So ein erstes kleines Q&A, zugegeben an einem besonderen Ort. Wer kann das schon bieten? Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und für diejenigen Leute, denen das Video gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Das kommt immer gut. Und falls ihr vielleicht mal wieder Lust habt, irgendwann mal einen neuen Film von mir auf jeden Fall nicht zu verpassen, dann solltet ihr diesen Kanal natürlich abonnieren. Und nicht vergessen, diese kleine Glocke noch mitzunehmen. Denn dann bekommt ihr natürlich auch die entsprechende Benachrichtigung. Alles klar, dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt mir gewogen und bis dann mal wieder. Und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.